Zum Auftakt der Super League-Saison 19-20 gibt es ein Unentschieden gegen Aufsteiger Servette Genf, ein 1-1. Bei mir ist der Michel Lebischer, der uns hilft, das Unentschieden einzuordnen. Michel, es war ein schwieriger Match gewesen, wahrscheinlich. Ja, sicher. Ja. Wir wussten, dass es ein schwieriger Match wird gegen Servette. Ich glaube, sehr gut ins Spiel gestartet, mit vielen Chancen, mit vielen Flanken. Sehr gefährlich geworden. Leider haben wir das zweite Goal nicht machen. Dann haben sie einen schönen Konter mit dem Goal und sie glaubt, durch das ein besser ins Spiel kommen, ein bisschen Selbstvertrauen können tanken. Und dann haben sie es nicht schlecht gemacht, sie haben es uns schwer gemacht, zu Chancen zu kommen. Und ja, dann sind die Automatismen, die vielleicht noch nicht ganz bei 100% sind, aber ich glaube, ja, mit dem müssen wir leben und wir werden besser zurückkommen. Ja. Sie sind schon vor dem Ausgleich ein besser ins Spiel hineingefunden. Was kannst du das festmachen? Warum ist das passiert? Sind sie eigentlich perfekt in den Match hineingestartet? Ja, schwierig. Der Fabio ist noch ausgefallen durch die Verletzung. Vielleicht war noch ein bisschen der Flow draussen. Wir hatten gar ein bisschen Mühe gehabt, wieder ins Spiel reinzukommen. Und eben, sie haben es auch nicht schlecht gemacht. Sie haben gut kombiniert mit den drei Mittelfeldspielern. Haben immer die freien Räume gefunden. Und das haben sie natürlich auch nicht einfach gemacht. Ja, schwierig war für uns. Aber ja, das müssen wir natürlich besser machen. Wie hat es im Mittelfeld ausgesehen bei dir? Du bist neben Manso Sierra im Einsatz gestanden. Es hat uns gedacht, es sind viel höhere Bälle über euch darüber hinweggeflogen. Man hat probiert, das Spiel sehr schnell zu machen. Warum haben wir es nicht über die kürzeren Pässe probiert? Ja, ich glaube, wir haben versucht mit dem Guy und mit dem Jean-Pierre, zwei starke Offenspieler, versucht, den Längebau ein bisschen zu operieren. Das andere ist, dass sie drei im Mittelfeld waren und wir zwei fast immer zugestellt waren. Also es war sehr schwierig für uns, dass wir flach kurze Pässe spielen können. Sie haben es gut gemacht und darum haben wir versucht, eher mit dem Längebau zu operieren. Nächste Woche geht es auswärts gegen Xamax. Was gibt es dort für Umstellungen zu erwarten? Gibt es da grosse Anpassungen oder probiert man einmal so zu fahren, um es als Kollektiv besser zu machen? Nein, ich glaube, wir werden uns wieder in das Spiel anpassen, unseren Spielplan anpassen. Auswärts ist immer noch etwas anderes, also da müssen wir dann schauen durch die Woche. Aber ja, sicher ist, dass wir auch wieder pressen wollen, dass wir gegen vorne spielen wollen, dass wir aggressiv spielen, defensiv in den Duell und offensiv im 1 gegen 1. Also es ist jetzt nicht nur, wie wir heute unentschieden gespielt, dass wir unsere Spielart ändern. Klar, wir glauben an euch, macht es weiter so. Merci. Merci.